und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich nehme euch heute bei einer ganz special Sache mit. Und zwar, wie ich meinen Koffer packe. Oh mein Gott, ja, ich packe heute mit euch meinen Koffer. Wir fahren nämlich am Wochenende nach Tschechien, jetzt nämlich gerade Mittwoch. Und morgen Nachmittag geht es auch schon los. Ich muss morgen allerdings arbeiten. Und danach geht es gleich los und ich habe dann morgen demnach keine Zeit mehr, das zu tun und deswegen mache ich das heute. Und ich dachte, vielleicht interessiert es euch ja, was ich alles so einpacke und wenn nicht, dann schaltet einfach weg. Nee, keine Ahnung. Also, ich würde sagen, wir fangen mal an. Obwohl, eine kleine Sache habe ich noch zu erzählen. Dieser Kurztrip, wir fahren an einen See. Dieser See ist bei Hirschberg am See. Hey, Wortwitz. Ein See in Hirschberg am See. Auch genannt Doxy auf Tschechisch. Das ist so ein Trip, den macht mein Freund schon seit einigen Jahren mit seinem Kumpel. Und seit den letzten Jahren bin ich halt auch mit dabei. Also, wir fahren morgen los. Morgen Abend ist Donnerstag. Das heißt, ich muss für Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag packen. Also für 4 Tage ungefähr. Fangen wir an. Als erstes brauchen wir natürlich eine Tasche oder einen Koffer. Und oh, was für ein Zufall. Da liegt ja schon einer. Schaut euch das wunderschöne Ding an. Ich finde den so toll. Den habe ich letztens erst beim Lidl gekauft. Jetzt brauche ich es als Koffer für diesen Ausflug. Und Achtung, schon wieder, jetzt habe ich schon wieder das Wort vergessen. Meine Güte, bei dem letzten Video habe ich es auch noch hinzugefügt. Ich blende es wieder ein beim Schneiden, fällt es mir wieder ein. Nee, also jetzt bei diesem Trip brauche ich es als Koffer. Und bei dem nächsten Trip, welcher auch ein großes Abenteuer wird, brauche ich es als Handgepäck. Also bleibt dran, es wird spannend. So, was brauchen wir, wenn wir einen Kurztrip machen? Wir brauchen auf jeden Fall eine lange Hose. Am Wochenende soll es ja sehr, sehr warm werden. Ich glaube, wir brauchen meistens nur kurze Sachen, aber trotzdem, ich gehe auf Nummer sicher, ich friere schnell. Ich nehme trotzdem noch eine lange Hose, ein Pullover und eine Strickjacke mit. So, was nehmen wir denn? Es geht schon gut los. Leute, ihr wisst, Frauen können sich immer nicht entscheiden. Deswegen habe ich jetzt schon 2 Pullover eingepackt. Aber ich möchte es wirklich auch dabei belassen. Und im Sommer ziehe ich eigentlich meistens Kleider an. Deswegen geht es damit jetzt weiter. Also, ich bin ja voll der Kleidertyp im Sommer. Ich packe einmal dieses hier. Das ist voll süß. Das ist von Mallorca. Rein damit. Ich sehe es kommen, ich kriege ein Platzproblem. Und dann packe ich ein das hier, das ist von Teneriffa. Das ist so ein kleines, dünnes Strandkleidchen zum einfach so anziehen. Aber ich ziehe meine Hose drunter, weil es ist schon ziemlich kurz. Also von daher noch eine kurze Hose. Eine kurze Hose. Wir brauchen natürlich noch T-Shirts und Tops, weil wir haben ja die kurze Hose mit. Und bei mir ist es so, ich habe wirklich lieber immer ein Teil zu viel mit als zu wenig. Deswegen schleppe ich mich auch immer dumm und dämlich. Aber egal. Ich habe jetzt hier ein ganz normales Top. Das kommt rein. Und dann habe ich eins in so einem lila Ton. Das ist hinten so transparent. Das hat, ich sage immer, das ist ein Fliegengitter. Aber das ist kein Fliegengitter, aber es ist ein Fliegengitter. Wisst ihr, wie ich meine? Und dasselbe nochmal in weiß. Ich finde die voll schön. Ich glaube, die hatte ich vom Kolosseum. So heißt der Laden. Wir gehen an den Strand, deswegen brauche ich auf jeden Fall noch einen Bikini. Unterwäsche und Socken packe ich gleich noch ein. Da müsst ihr jetzt nicht unbedingt mit zugucken. Deswegen, nee, das mache ich alleine. Dann brauche ich natürlich noch ein Handtuch. Oh mein Gott, der Platz wird knapp. Was haben wir denn noch? Gibt's hier... Ja! Oh mein Gott, ich habe so ein Glück. Denn dieser Koffer hat hier noch einen Reißverschluss außenrum. Womit man den Platz im Koffer noch größer machen kann. Mann, ist das geil. Die Leute, die den hergestellt haben, haben mitgedacht. Das ist ein Frauenkoffer. Also Sachen, Socken, Unterwäsche mache ich gleich noch. Und jetzt geht es eigentlich auch schon an die Waschtasche. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Ich war gerade im Bad, habe mein ganzes Zeug aus dem Bad geholt. Ich nehme mit meine wunderschöne Karneval de Venise Tasche. Ich liebe diese Tasche. Die muss schon uralt sein. Die wurde bis
Ich glaube, Anfang 2000 gab es den Laden und... Nee, warte mal. Bis 2005. Genau, bis 2005 gab es den Laden. Und dann wurde er aufgrund dessen, dass der Inhaber verstorben ist, dicht gemacht. Und diese Sachen aus diesem Laden sind eigentlich sauteuer. Und oh mein Gott, ich bin so stolz auf diese Tasche. Vor allem habe ich dafür nicht so viel bezahlt. Mein Täschchen von Carnaval de Venise muss mit. Da packe ich rein das... Nivea Waschgel, dann Garnier wahre Schätze, Haarshampoo, Deo, das muss ja auch noch sein. Meine Zahnbürste, die ist hier in so einem coolen Gehäuse drin. Und dann meinen Kamm, ich glaube so eine Kämme hat glaube ich heutzutage jeder, oder? Dann noch Abschminktücher, die packe ich in die Seite. Dann noch, was absolut geil ist, ein Parfüm muss natürlich auch noch mit. Das ist Hollister California und das riecht so geil. Das ist kein billiges Parfüm, das ist aber auch kein mega teures Parfüm für die Flasche. Das sind 50 Milliliter, ich habe glaube ich 30 Euro bezahlt. Also es ist schon etwas gehoben, aber es geht noch. Haarspangen und Haargummis, irgendwo war noch einer. Egal, ach, da ist hier schon drin. Hier noch ein kleines Extra-Täschchen. Was ist das? Richtig Make-up. Weil ich möchte auch ein bisschen vloggen, wenn es geht am Wochenende. Ich verfall wieder in alte Raster. Ihr seht, ich bin auch jetzt kaum geschminkt. Ich habe mich nur schnell zack, zack durchs Gesicht mit ein bisschen BB-Cream und Wimperntusche und fertig ist. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Bock, mich stundenlang zu schminken. Vor allem wisst ihr, ihr schminkt euch stundenlang. Wirklich stundenlang, ungelogen. Spätestens nach 2 Stunden fängt es an, in eurem Gesicht zu bröckeln, vor allem wenn ihr so viel drauf habt. Deswegen eigentlich ist weniger mehr. Außerdem, hey, für wen soll ich mich schminken? Ja gut für euch, aber tut mir leid, ich bin kein YouTube-Püppchen wie die anderen. So, wir gucken auf jeden Fall mal, was wir hier drin haben. Also, es sieht erstmal viel aus, aber so gesehen, es ist nicht so viel. Ich habe einmal meine Tagespflege von BB. Die mache ich ganz oft drauf, vor allem bevor ich mich schminke. Dann habe ich hier von Catrice... Au, was war das denn? Hat das gehört, das Geräusch? Das war mein Fingernagel. Von Catrice das HD Liquid Coverage. Das war jetzt irgendwie schon alles in einem. Geilste Foundation, die es gibt. Die kann ich euch nur empfehlen. Rival the Loop Eyeshadow Bronze Palette. Die finde ich sehr geil. Vor allem, wenn ihr an den Strand geht und dann nur diesen, ja, Nude. Ich bin total geschminkt, aber ich bin trotzdem nicht geschminkt. Look, wisst ihr, was ich meine? Der ist da total geil mit dieser Palette zu machen. Für diese Palette habe ich auch einen Lieblingspinsel. Der ist hier vorne so buschig und auf der anderen Seite auch buschig, aber nicht so lang. Also diese Fusseln! Mann! Diese Haare am Pinsel sind nicht so lang, die Fusseln. Toll. Dann habe ich noch meine Contouring-Palette mit einem entsprechenden Pinsel und noch mein Make-up-Schwamm. Ich finde den eigentlich voll cool. Das ist kein typisches Make-up-Ei. Das finde ich auch richtig genial, weil man macht diese Schwimmer ja nass und das Make-up-Ei, wenn man das nicht richtig hinlegt, dann trocknet das schlecht und dann wird das eklig von innen und schimmelt und irgendwann ist es schwarz und ja, das ist jetzt wie aus einem Horrorfilm. Deswegen weiter geht's. Auf jeden Fall, das ist flach und trocknet demnach schneller. Ich glaube, das hatte ich von Douglas für 3,99 € oder so. Also gar nicht mal so teuer. Was ist denn das? Wie nennt man es gleich? Ich bin sowas von nicht der Profi. Eyeliner, genau. Dann habe ich einen stinknormalen BB-Stift. Den mache ich immer zuerst drauf und dann ein kleines bisschen von diesem matten... Nee, was ist denn das? Hier steht gar nicht drauf, von welcher Firma der ist. Ah, doch, da, Catrice. Hier innen steht es. Catrice. Ich bin total der Fan von der Firma Catrice. Die machen so geile Produkte und die sind günstiger, wie zum Beispiel Maybelline in New York. Natürlich teurer wie Essence, aber das ist so ein geiles Mittelding, finde ich. Rein damit. Und der absolut geilste Mascara. Ich muss jedes Mal, bevor ich irgendwas nehme, überlegen, wie heißt das? Beauty auf diesem Channel könnt ihr abhaken. Der absolut geilste Mascara ist von Essence und der sieht so aus. Der ist so genial. Aber Achtung, kurzer Tipp, wo es in einem Monat hingeht. Wenn wir in einem Monat verreisen, dann muss ich auf jeden Fall noch einen wasserfesten Mascara holen, denn dort ist Regenzeit. Und das heißt, wir könnten nass werden. Schwitzen tun wir sowieso, da sind permanent über 30 Grad. Oh wow, wir werden umkommen. Also ihr müsst euch vorstellen, Regenzeit bis zu 17 Regentage im Monat. Nass, warm, schwitzen. Also es wird auf jeden Fall geil, aber es wird eine kleine Herausforderung und deswegen, naja, es kommt halt nicht so geil, wenn man einen nicht wasserfesten Mascara bei solchen Bedingungen aufträgt. Deswegen brauche ich noch einen wasserfesten bis dahin. Im Endeffekt
Es sieht viel aus, aber ich nutze das alles in Maßen. Ich bin nicht so eine Instagram-Püppi, so eine YouTube-Püppi, die hübscher sein muss als alle anderen. Ihr merkt, ich habe jetzt selbst noch nicht mal Bock, mich zu schminken. Von daher gewöhnt euch vielleicht schon mal dran. Besser wird's nicht. Kommt hier auch noch rein. Das Problem ist, das passt hier nicht rein. Okay, es passt nicht rein, dann mache ich das einfach mal zu. Das kommt jetzt hier rein. Nee, das passt da nicht rein. Super, dann machen wir das hier rein. Und das können... Ja, das passt hier rein. Kommen wir zu der jedes Mal schwersten Entscheidung überhaupt. Ich zeige euch gleich mal, was gemeint ist. Passt mal auf. Ich nehme mal die Kamera mit. Das ist der Struggle von jedem Mädchen. Ich schwör's. The Struggle is real. Wovon rede ich? Ich rede von Schuhen. Welche Schuhe nehme ich mit? Brauche auf jeden Fall auch welche für den Strand. Ich glaube, da nehme ich diese hier. Dann auf jeden Fall ein paar feste Schuhe. Welche passen zu den Outfits, die ich jetzt eingepackt habe? Ich glaube, die sind da eigentlich ganz cool. Ich liebe diese Schuhe. Ich zeige euch die gleich nochmal im Helm. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch was für die Dusche. Noch ein paar Flipflops. Und da wären wir jetzt schon wieder bei 3 Paar Schuhen für 4 Tage. Das müsst ihr euch mal überlegen. So bescheuert sind echt nur Mädchen. Ich glaube, meine Ballerinas nehme ich auch noch mit. Wären wir bei 4 Paar. Ballerinas, Sandalen, Dusche und feste Schuhe. Man weiß ja nie, was los ist, was passiert, ne? Ich mache euch mal wieder fest. Außerdem packe ich immer noch eine Tüte ein für die Schmutzwäsche. Ja, für die nassen Sachen am Strand. Obwohl, die kommen abends auf die Leine. Egal, für die Schmutzwäsche. Die breite ich immer so aus und lege dann die Schuhe drauf. So werden eure Sachen nicht schmutzig. Ist das nicht clever? Da kommt die da drauf. So, wir haben jetzt also noch ein bisschen Platz. Jetzt überlege ich, was könnte man noch mitnehmen. Ich mache heute Abend noch den Laptop fertig. Der kommt dann noch hier oben rein. Hier ist nämlich noch so eine große Tasche mit solchen Spanngummis sogar. Da passt der Laptop rein, denn ich möchte am Wochenende auch nach Möglichkeit den ein oder anderen Vlog für euch schneiden. Und deswegen brauche ich den. Dann noch der Laptop. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Also das ist wirklich eine sehr klein gehaltene Auswahl an Sachen, die ich mitnehme. Das sieht dann nächsten Monat natürlich wieder anders aus. Was auf jeden Fall am Strand nicht fehlen darf, ne? Ich packe nämlich gleich noch eine Strandtasche, da kommt dann eine große Decke rein, ein Kopfkissen. Was kommt da noch rein? Getränke, aber die machen wir dann im Nachhinein rein. Das Handtuch, das habe ich hier schon drin, aber ich weiß nicht, ob ich das mit zum Strand nehme, aber eins brauche ich ja. Dann werde ich wahrscheinlich noch ein Handtuch mitnehmen. Was auf jeden Fall noch mit muss ist... Pauline, du nicht. Musik, das ist am Strand richtig geil. Und dann könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir das nächsten Monat auch nochmal machen sollen. Wenn es heißt, meine große Tasche zu packen, soll ich euch da mitnehmen? Ja, nein, vielleicht. Stimmt ab. Hier ist das I. Soll ich euch bei der großen Tasche beim Packen zugucken lassen? Ja oder nein? Das würde mich echt mal interessieren. Dann kommt dann demnach auch nochmal ein Video. Oder wenn ihr nicht wollt, dann nicht. Schreibt auf jeden Fall auch nochmal in die Kommentare, was ihr noch so mitnehmen würdet für 4 Tage. Ob ihr weniger mitnehmen würdet oder ob ihr mehr mitnehmen würdet. Ich bin eigentlich ganz froh, dass meine Sachen hier alle gerade in diese kleine Tasche passen. Ich bin stolz auf mich. Ganz ehrlich, ich bin stolz auf mich. Also lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt ein nettes Kommentar. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren, das ist kostenlos. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.